Moin Leute, so, heute machen wir Kunst. Kunst kommt ja eigentlich von Können, aber ob ich das kann, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Also wir haben hier so ein paar, also erstmal ist das hier ein alter Robinienstamm, der steht jetzt mehr oder weniger auch schon eine ganze Weile im Weg. Und ja, wir haben hinterm Haus eine trockene Ecke, in der eigentlich auch nichts großartig wächst. Und da war die Idee, wir sind mal mega kreativ und machen aus diesem Stamm was in Verbindung mit vielleicht Sempervivum, was viel Trockenheit ab kann. Mal schauen, wie üblich, keine Ahnung. Dass wir das natürlich pflanzen. Wir haben noch zwei kleine Größen da. Das soll so ein bisschen optisch nach vorne gerichtet sein. Wir müssen das ein bisschen biegen. Die Stangen hier, die wir ein bisschen umfunktionieren müssen, ein bisschen abschneiden und dann da in vorgebohrte Löcher reinschlagen, dass das auch ein bisschen stabil ist. Und naja, wir wollen ja auch nicht, dass uns das einer abgreift. So. Also, ja. Das so als erstes Element da oben rein, war mal so die Idee. Aber welche Seite nehmen wir, keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch völlig wurscht. Jetzt kriegen wir gleich eine Schüttung von oben. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, das kann man machen. Es ist Robinie. Also das Ding, das bis das weggammelt, da bin ich auch schon weggegammelt. Also die Idee ist, wir nutzen jetzt mal die Regenpause 5 Minuten hier rein, die Kelche, die Blütenkelche so irgendwie ein bisschen zu bepflanzen. Aber das ist da hinten in der Ecke so scheiß trocken, da wird kein Wasser hinkommen in 100 Jahren nicht. Also ist Semper Vivum Sedum die einzige Möglichkeit. Das Gute ist, ich habe ja ein bisschen was und jetzt muss ich mir was zurechtsuchen, was einigermaßen ein bisschen da reinpasst. Und ja, so schön üppig überhängend wäre schön. Davon habe ich jetzt nicht so viel, eigentlich fast gar nichts. Doch, ich habe was stehen, das könnte ich räubern. Ich habe über der Garage was stehen, vielleicht mal gucken. Mal gucken. Aber so in der Richtung war die Idee. Ich baller mal ein bisschen was voll mit Semper Vivum. So ein Dings und dann schauen wir mal, was da rauskommt. So, erstmal gucken. So ein bisschen das Hauptteil. Jetzt muss ich den erstmal biegen. Mal gucken, wie ich das hinkriege, dass das Innenhohl, also ist ein Rohr. Und wenn ich den zu weit biege, dann ist er eben geknickt. Und das sieht dann vielleicht auch nicht mehr so schön aus. Das muss man jetzt mal sich so langsam zu Gemüte führen. Jetzt habe ich gerade eine Idee, ich könnte die auch von da hinten rauskumpen lassen. Das wäre vielleicht noch ganz witzig. Das werden wir wohl machen. Ist da nur reingesteckt. Aber wird wohl halten. So, da muss ich bloß den richtigen Winkel finden. Ich mache 2 Löcher, dann kann der sich nicht bewegen. Das ist ja auch Sinn der Sache. Gucken, wie ich da reinkomme. Und dann kann ich ihn ja nachher noch ein bisschen biegen. Alter Scheißdreck. Das wäre der erste Streit. Ich weiß, wo ich da hin muss, wo ich
sagen 5,5. Ich tippe mal auf 5. So, die Idee war, ich habe mir das da unten markiert. Jetzt mache ich den auch noch da rein. Dann biegen wir es so ein bisschen zurecht. Ungleichmäßig. Und jetzt sag mal hallo. Hallo alle auf YouTube. Nägel. Ich suche alte rostige Nägel und mache die Schraube raus. Oder ich mache den da einfach gerade, das ist ein 100er, der ist schon schön rostig, und ballert den rein. So wie früher. Altmaterialverwendung vom Feinsten, da kann ja wohl keiner was sagen. So passt das schön. Manchmal halt aufs zweite Mal. Ich gehe mal ein bisschen Sedum organisieren, und die Idee war dann noch, diese einzelnen Dinger so ein bisschen mit Heu auszukleiden, damit das so ein bisschen gefällig aussieht. Und da lassen wir das irgendwie so, mal als Idee. Ein Eimer und Schere habe ich dabei. So, Sedum klauen. Das ist die Ausbeute von meinem kleinen Raubzug gerade eben bei Mutters Trockenmauer. So. Die haben ja ein bisschen Boden, kann man sehen. Ja, bei der Pflanze, die ist ein Überlebenskünstler. Da kannst du alles machen mit.
man kann ja sehen, was ich mit denen hier mache. Also ich versuche halt die Wurzeln so ein bisschen nach unten zu packen, aber mit der Pflanze, die ist so ein Überlebenskünstler. Also das wird wachsen. So. Das ist jetzt nicht ganz so schlau rausgenommen, das ging jetzt so auf die Schnelle, aber das funktioniert so. Hier unten sind die Wurzeln dran, die können das ab. So, ein bisschen vorsichtig da reingedrückt, so, damit das nicht ganz so, ein bisschen flusig darf es ja sein. Ich bin ja nur kein Florist, aber die werden sich da ein lachen drüber, aber man ist ja bemüht. Ne? Also, so, das verwächst sich dann ein bisschen. Das sieht natürlich jetzt so ein bisschen aus, aber hier einfach einmal rauskloppen. So, und da rabiat behandelt. Ja, jetzt artet das doch noch ein bisschen Richtung Leonardo aus, so wie es ist. So, da reinzupacken ein bisschen. Ein bisschen Schickimicki hier. Kann man auch so ein bisschen zusammenquetschen, das kann ich alles ab. Ich hoffe nur, die Vögel picken es nicht raus. Das machen die dann ganz kardiös. Den brauchen wir erstmal nicht mehr. Ja, das heißt, das machen wir nicht so. Das macht sich ja auch ganz gut und vielleicht klappt das in der Rubinie ganz gut. Das ist schon ein bisschen rabiat, was ich da mache. Aber dann sind die Biester gleich dabei und holen sich die raus. Sau hängt da fest. So, auf zum fast finalen Akt. So, man sieht ja, ne? Die Ecke. Schlimmer kann man es nicht machen und ich denke, das sieht ganz gut aus. So, da kommt noch der Schale da irgendwann drauf, dann gucken wir, wann wir das fertig kriegen. Aber erstmal, wenn sich das noch so ein bisschen verwächst, hier ein kleines Schneckchen drin und Häuschen, keine Ahnung, schöner Salamander, so, und gut. So, aber hier kommt kein Wasser. Ne? Da kannst du hinpflanzen, was du willst. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. In diesem Sinne. Tschüss.